Was unterscheidet eine Künstlerin von einer guten Künstlerin? Der guten Künstlerin glaubt man, was sie macht, und zwar mit Freude. Der schottischen Sängerin Annie Lennox haben wir alles geglaubt. Als sie sich in den 80er Jahren mit Eurythmics als überirdisch androgynes Wesen stylte, glaubten wir ihr ihre Sehnsucht nach Lebenswärme. Als sie sich dann für ihre Solokarriere zur Diva wandelte und mit dem gleichnamigen Album erneut durchstartete, war ihr Soul so glaubhaft, dass es fast wehtat. Und jetzt singt sie Weihnachtslieder. Weihnachtslieder, hören Sie mal. Sollen wir ihr das wirklich auch noch glauben? Hören Sie mal. Gone rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Annie Lennox mit einer Weihnachts-CD. Die Einnahmen wird sie zum Teil spenden. Für Kinder und Frauen in Südafrika. Die passenden Bilder liefert sie gleich mit. Eine vorweihnachtliche Marketingstrategie? Annie Lennox hat einen guten Grund. New York vor einigen Monaten, eine Sitzung der UN. Die Sängerin ist nicht zum ersten Mal dabei. HIV und AIDS trifft immer mehr Frauen und Kinder. Das Problem verschwindet nicht einfach. An über 2000 Zuhörer appelliert sie hier. Es tut mir leid, dass ich so laut werde, aber ich bin selbst Mutter. Mutter und seit 7 Jahren Anti-AIDS-Aktivistin. Früher kannten wir sie ausschließlich als Vamp. Immer schillernd, immer faszinierend. Mit den Eurythmics hatte sie in den 80er Jahren dem Elektropop ein markantes Gesicht gegeben. Bilanz ihrer musikalischen Karriere: 4 Grammys, 11 Brit Awards, ein Golden Globe und sogar ein Oscar. 2 Jahrzehnte lang spielte sie erfolgreich mit ihren Images. Der Wechsel war ihr Markenzeichen, aber er fraß sie auch auf. Es gab einen ungeheuren Druck, immer wieder etwas Neues zu erfinden. Und dann war es sehr hart, ständig von Stadt zu Stadt zu reisen. Da bist du immer in so einer Art Blase. Manche werden verrückt, ich nicht. Aber ich war einsam. Zur Einsamkeit kamen 2 gescheiterte Ehen. Damals fing sie an, sich in Menschenrechtskampagnen zu engagieren. 2003 reiste sie für ein Konzert nach Südafrika. Was sie dort sah, übertraf alles bisher Gekannte. Jede dritte schwangere Frau ist HIV-positiv. Viele werden gar nicht behandelt. Lennox besuchte Hilfsprojekte ihres Freundes Elton John, gründete dann selbst eine Stiftung, die vor allem HIV-infizierte Kinder und Frauen unterstützt. Viele hatte es Mut gekostet, ihr vom eigenen Schicksal zu erzählen, dem vieler Frauen in Südafrika. Ich identifiziere mich damit so sehr, weil ich auch eine Frau bin. Überall sah ich, dass Frauen am meisten aushalten müssen. Und das tut mir weh. Feminismus, Frauenrechte, das sind Begriffe, die verleumdet werden und nur noch als Parodie ihrer selbst existieren. Fakt ist, dass es massiv häusliche Gewalt und Vergewaltigung gibt. Grober sexueller Missbrauch von Frauen und Kindern ist allgegenwärtig. Sie will gehört werden, hat bisher über 1 Million Pfund gesammelt, lässt keine AIDS-Konferenz aus und wählt einfache Worte, um maximal zu überzeugen. Das ist falsch. In diesem Sommer wurde sie von den Vereinten Nationen zur offiziellen Botschafterin im Kampf gegen AIDS ernannt. Geschickt lanciert sie auch als Musikerin das Thema. Die mächtige Soul-Stimme der Annie Lennox und ein afrikanischer Kinderchor, den sie schon seit langem kennt. Altes französisches Weihnachtslied. Das göttliche Kind ist geboren, heißt es hier. Auch wenn ich keine Christin bin, für mich ist es okay, von Jesus Christus zu singen. Ich sehe ihn als Symbol für den Menschen, wie er sein sollte, voller Liebe, Mitgefühl, Respekt und Toleranz. Werte, für die sie im letzten Jahr beim Weltgipfel der Friedensnobelpreisträger in Berlin ausgezeichnet wurde.
wegen ihres beeindruckenden Engagements. Annie Lennox ist im besten Sinne eine Stimmungsmacherin. Deswegen macht dieses Weihnachtsalbum auch für diejenigen Sinn, die schon lange nicht mehr wissen, ob sie überhaupt Weihnachten feiern sollen. Wir alle haben doch das Bedürfnis, irgendwann innezuhalten, um über das nachzudenken, was das Jahr über passiert ist, um zu feiern, dass wir da sind, aber auch um uns zu besinnen auf die guten Seiten in uns. Comfort and joy, oh, tidings of joy.